freue ich mich, dass du bei diesem zweiwöchentlichen Setting mit XTB heute wieder mit dabei bist, wo ich einerseits natürlich wieder die Umbrella-Strategie vorstelle, ein Risikomanagementsystem und auch die mögliche Umsetzung in der X-Station dir näher erläutere, beziehungsweise meine Meinung dazu erläutere, ist natürlich hier immer meine Meinung und da geht es auch hinein zu der, ja, zum Risikohinweis, handeln Sie verantwortungsvoll. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Die Daten, die Informationen, die Analyse, die du hier erhältst, die ist natürlich meine persönliche Meinung, ist weder eine Anlage-, Finanz-, Rechts-, Steuer- oder regulatorische Beratung oder soll in irgendeiner Art und Weise als Beratung dienen, sondern ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung zur aktuellen Situation des Unternehmens, das ich vorstelle. Und du kannst natürlich davon ausgehen, dass ich auch diese Werte in meinen persönlichen Depots, meinem Social Trading Depots, wie zum Beispiel Wikifolio oder auch eben privaten Depots halte. Also es besteht auch hier definitiv ein Interessenskonflikt zu den Informationen, die ich dir heute hier bei Finanzen am Freitag am 9. Juni präsentieren werde. Und hier hast du auch wieder die Übersicht zu den Themen, die wir in den nächsten oder in der nächsten Stunde abarbeiten werden. Das eine ist das Ampelsystem, das zum Umbrella-System, zur Umbrella-Strategie dazugehört. Dann eben auch, wie ich Titel identifiziere und diese dann auch natürlich in der X-Station trade. Und du bekommst da auch natürlich dann einen Einblick in das Wikifolio Umbrella beziehungsweise die Umbrella-Strategie, wo das dann auch live seit über 10 Jahren umgesetzt wird. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und Freude heute wieder bei Finanzen am Freitag. Wenn du das erste Mal dabei bist, wie schon gesagt, dann ist der Beginn immer eine kurze Vorstellung meinerseits und des Risikomanagementsystems. Und mein Name ist Richard Ritchie Dobitzberger, bin eigentlich, ja, eigentlich ist schön gesagt, habe molekulare Biologie studiert, habe auch Finanzen studiert, einen MBA da abgeschlossen, bin weiterhin mit viel Freude und Elan und Spaß in der pharmazeutischen Industrie tätig, in einer wissenschaftlichen Abteilung, in der medizinischen Abteilung dort und seit 2012, ja, das ist mein Handelsbereich oder bin ich auch in unterschiedlichen Social Trading Plattformen tätig und das soll dir einfach auch zeigen mit meiner Vita, dass hier insbesondere auch berufstätige Personen durchaus traden können, auch in Social Trading Plattformen aktiv sein können und natürlich auch die X-Station für die persönliche Anlage beziehungsweise für das persönliche Trading nutzen können. Bin auch Gründer und Betreiber von Sotravo.com, heißt My Social Trading World, Sotravo.com. Und dort findest du auch die eine oder andere Idee beziehungsweise den einen oder anderen Gedankengang zu Unternehmen, zu Aktien und natürlich auch zu meinem YouTube-Kanal, den ich da auch immer wieder poste. Wie funktioniert das Auswahlverfahren? Wie schon gesagt, zu Beginn gehe ich immer ein bisschen auch in meine persönliche oder in meine persönliche Welt, zu meiner persönlichen Ideenfindung auch ein, gehe darauf ein und da ist natürlich das erste, immer der erste Punkt, wie funktioniert denn Auswahlverfahren, wenn man eben Aktienhandel, Trading beginnt, das ist ein entscheidender Faktor. Und bei mir ist es einfach so, dass mich Unternehmen interessieren müssen. Und da habe ich eben insbesondere zu Beginn diese 4 Parameter herausgearbeitet, die du jetzt eben am Bildschirm siehst. Das eine ist einmal, ein Unternehmen muss innovativ sein. Das kann natürlich neue Technologien betreffen, quer durch alle Branchen verteilt oder in allen Branchen verteilt. Hier ist für mich wirklich der Innovationsgedanke wichtig. Und warum ist es so? Weil mich das eben interessiert, mich interessieren neue Innovationen. Versuche hier immer am Ball zu bleiben, ob privat oder auch beruflich natürlich. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, innovative Unternehmen, innovative Produkte und die Umsetzung dieser Innovation ist für mich ein entscheidender Punkt, ob so ein Unternehmen zukünftig auch weiterhin oder zukünftig erstmals wirklich erfolgreich sein kann. Wachstumspotenzial, na, das ist ein klarer Faktor, ein Unternehmen, insbesondere für mich im Trading-Bereich, im Anlagebereich, dass ich ja hier
Und das möchte ich nur mal erwähnen, in Monate, vielleicht zu einem Jahr Zeitraum bewegt. Also diese Ideen sind immer über mehrere Monate oder im Jahr, 2, 3 Jahre vielleicht sogar angelegt. Aber ein Wachstumspotenzial, der muss hier in diesem Bereich ersichtlich sein für mich. Und das erfahre ich eben, wie jeder andere auch, über die News, über die Quartalsberichte. Und dieser Game-Changing-Charakter, der muss für mich einfach wirklich greifbar sein in der näheren Zukunft. Das ist für mich irrelevant, wenn da eine tolle Entwicklung ist, die vielleicht in 20, 30 Jahren dann durchschlagend wird. Für mich muss es wirklich sein, dass es aktuell eine Änderung oder einen game-changing Charakter beinhaltet. Der Führungsstil innerhalb des Unternehmens, charismatische CEOs, Visionen des Unternehmens, die spielen natürlich auch eine entscheidende Rolle, insbesondere wenn es dann auch in das wirtschaftliche oder das Umfeld, das politische Umfeld hineingeht, das Markt, das globale Umfeld, weil hier aus meiner Perspektive zumindest auch immer Unternehmen eine Rolle spielen sollen, Unternehmen eine Rolle spielen müssen, die hier wirklich in das aktuelle Umfeld auch sehr gut hineinpassen. Und so ergibt sich dann eben ein Traffic Signal System, ein Ampelsystem, das ich auf der X-Station umsetze. Und wenn ich, wie schon gesagt, diese Parameter in einem Unternehmen jetzt sich herauskristallisieren, beziehungsweise in einer Branche sich auch herauskristallisieren können, sind ja oft mehrere innovative Unternehmen in einer Branche, die in die politische, geowirtschaftliche, politische Situation hineinpassen, dann gehe ich eben auf diese Unternehmen auch charttechnisch hinein, beziehungsweise teile das noch einmal auf, nicht nur in die Charttechnik, sondern eben in die unterschiedlichen Unternehmensanalysemethoden. Und die am längsten wirksame, sozusagen die äußerste Schicht dieser Analyse ist die Fundamentalanalyse, weil bei dieser Fundamentalanalyse zu Beginn eben einmal evaluiert wird, inwiefern die Daten, die betriebs- und volkswirtschaftlichen Daten für das Unternehmen sprechen. Hängt natürlich auch immer sehr stark an, in welchem Entwicklungszyklus sich das innovative Produkt des Unternehmens und das innovative Unternehmen selbst dann befinden. Es können hier natürlich ganz klassische Analysemethoden herangezogen werden, ob es jetzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist oder Dividendenparameter, Dividendenrenditen, wenn es schon etablierte Unternehmen sind oder insbesondere Umsatzwachstum. Potenziell auch Gewinnwachstum bei noch jüngeren Unternehmen, würde ich einmal sagen. Also diese Faktoren, die sind hier eben aufgedröselt, ob das Unternehmen jetzt einerseits fundamental schon gesättelter ist. Beispiel wäre zum Beispiel Mercedes, ja, wo eben auch Dividenden bezahlt werden, oder ob es noch ein jüngeres, dynamisches Unternehmen ist, sage ich mal Plug Power, das eventuell hier auch, weil eben heute in der Analyse vorhanden, eine Rolle spielen kann. Aber die Analysemethoden für die Fundamentalanalyse sind hier natürlich dann unterschiedlich heranzuziehen. Und dann kommt es hinein zur News-Analyse. Und bei der News-Analyse ist der wichtige Punkt einmal, wie oft und wie intensiv sind Neuigkeiten zum Unternehmen auch vorhanden und in welcher Kategorie sind diese einzuteilen? Sind es Erfolgsmeldungen oder sind es eher kritische Meldungen, die gerade produziert bzw. publiziert werden? Und in der Folge auch natürlich handelt es sich jetzt um News, die im Rahmen des Quartalsberichtes von Analystenberichten auftauchen oder sind es eben eher spontane News über eher Soft Skills oder eben CEOs, Visionen, die hier verändert werden, beziehungsweise natürlich auch, wie spielen diese News in aktuelle wirtschaftspolitische Situationen hinein. Also diese News-Analyse ist neben der Fundamentalanalyse eine Analyse, die eben längerfristig wirksam ist, wobei natürlich die Fundamentalanalyse am tiefsten sitzt, also am längsten wirksam ist, dann die News-Analyse kommt. Poste hier immer wieder auch auf meinem Blog sotravo.com eben solche Daten, solche Informationen. Das ist natürlich immer meine persönliche Meinung, die ich hier kundtue. Und
Das tue ich und mache ich einfach im Rahmen meiner Tätigkeit als Social Trader und empfehle natürlich auch jeden von Ihnen, jeden von euch oder dir, das auch zu tun, dir selbst da Gedanken zu machen, wie die Unternehmensgeschichte, die Unternehmensnews in vielleicht eine aktuelle Situation hineinpassen können. Und dann kommt die charttechnische Analyse und diese charttechnische Analyse ist natürlich die kurzfristigste Art der Analyse, weil hier eben dann auch die Einstiegs- bzw. Ausstiegs Szenarien definiert werden. Das heißt, nachdem die Fundamentalanalyse und die Newsanalyse für mich positiv generiert worden ist, dann geht es hinein in diese charttechnische Analyse, die kurzfristigste Form der Analyse. Und das ist genau jener Punkt oder der Punkt, wo eben bei mir die X-Station von XTB zum Einsatz kommt. Das heißt, das ist wirklich, um zu sehen, welches Einstiegsszenario Chartbild sich hier bei diesem Unternehmen eventuell ergeben könnten. Und da gibt es bei mir einerseits mal drei Indikatoren, die eine Rolle spielen. Das erste sind die Bollinger Bänder, das Bollinger Band. Und du siehst hier so ein mögliches Ausbruchsszenario, eine Einengung der Bollinger Bänder, wie du hier jetzt da beim Mauszeiger siehst, dann eben ein Ausbruch nach oben. Das wäre so ein Szenario, das aus meiner Warte immer wieder auch vorkommt und positiv bewertet werden könnte. Natürlich meine Interpretation auch eher immer, die ich hier kundtue. Und das ist natürlich auch immer sehr wichtig, das zu erwähnen. Ein weiterer Faktor ist der Relative Strength Index, RSI. Der zeigt mir an, ob ein Wert verkauft ist. Das wäre zum Beispiel hier, wo der Mauszeiger jetzt ist, so eine Situation. Ein starker Abverkauf, der Wert gleitet unter 30. Werte unter 30 gelten bei mir als überverkauft. Eine Gegenreaktion könnte natürlich immer in der Theorie der Fall sein und in der Summe oder in der Kombination mit den Bollinger Bändern andererseits könnte das hier natürlich ein positives Signal ergeben. Eine überkaufte Situation wäre eben das Gegenteil, die Bollinger Bänder bzw. der Relative Strength Index, der wäre über 70, über Kauft, heißt sehr viele Käufer sind hier in der Theorie am Markt und eben ein kurzfristiger Rücksetzer könnte der Fall sein. Und last but not least wird hier zu diesem Duo noch der MACD, der Moving Average Convergence Divergence, hinzugefügt, das Duo eben Bollinger Bänder RSI und der MACD und dann sind es eben zu dritt, dann ist es ein Trio und das MACD zeigt mir eben, ob ein Wert in einem positiven Trend geradeaus tariert, ausgeneriert oder eben nicht, beziehungsweise diese erhalten bleibt. Ein negativer Trend wäre hier dieser Abfall in Rot angezeigt und dann eben ein Kreuz nach oben von negativ ins positive, im positiven Bereich, eine Dynamisierung hier, ein dynamischer positiver Trend könnte das eben in der Theorie der Folge sein. Und zu dritt sind es eben meine drei Indikatoren, die ich eben in der Regel verwende, eben der Relative Strength Index, die Bollinger Bänder und eben der MACD und gemeinsam ergeben diese dann auch mit Stop-Loss bzw. mit Unterstützungen und Widerstände, die ich natürlich dann auch im Chart zeigen werde, noch genauer, ein Ampelsystem. Und das Ampelsystem, das wird immer zu Beginn von jedem Trade, von jedem Unternehmen dann, wenn, bevor investiert ist natürlich, bevor hier ein Trade gestartet wird, in Kombination zusätzlich zur Fundamentalanalyse und Newsanalyse dann angedacht und auch in der X-Station visualisiert. Schwarz ist immer ein Einstieg, der Stop-Loss ist so wirklich das einzig wahre Dogma in meinen Trades. Das wird mit einer roten Horizontallinie angezeigt, die Sondereffekte sind immer gelb angezeigt und das Ziel eines Trades, wo eben dann Anpassungen des Stop-Losses zum Beispiel stattfinden können oder gegebenenfalls auch ein Take-Profit, das wird mit einer grünen horizontalen Linie in der Regel angezeigt. Und das Resultat, das siehst du hier eben, das ist eben die Umbrella-Strategie oder ein Teil der Umbrella-Strategie, genau gesagt, der charttechnische Teil der Umbrella-Strategie. Du siehst dann hier in diesem vollständigen System einerseits natürlich den Einstiegspunkt hier einmal mit der vertikalen und horizontalen Linie ausgeschmückt, dann eben das Stop-Loss, das hier zum Beispiel insbesondere über diese Einengung der Bollinger Bänder, aber auch dann nur bei diesen potenziellen Widerständen, die dann potenziell zu einer Unterstützung werden könnten, passiert ja hier der Ausbruch. Hier wird der Stop-Loss oder würde in der Theorie ein Stop-Loss dann angesetzt werden und das Take-Profit oder eben als die erste Anpassung, die könnte dann eben bei diesem Widerstand nach dem Überschreiten dieses Widerstands generiert werden. Heißt, entweder man entscheidet sich,
Und das ist wirklich jedem selbst überlassen für ein Take-Profit. Das heißt, der Trade wird aktuell oder wird aktiv beendet, weil eben vielleicht die Analystenziele das auch so hergeben und man selbst nicht mehr so viel Risiko eingehen möchte. Oder, was ich sehr gerne mache, ich ziehe dann potenziell das Stop-Loss von dem letzten Widerstand auf den aktuellen Widerstand oder überbotenen Widerstand dann hoch. Das heißt, ich gehe hier zum Beispiel von einer positiven Kursdynamik aus. Und wie schon gesagt, Fundamentalanalyse, Newsanalyse und auch diese charttechnische Analyse, die ergeben die Umbrella-Strategie, die ergeben das Ampelsystem und das ist eigentlich das Kern dieses Risikomanagementsystems, wobei natürlich das Risiko mir Stop-Loss dann auch wirklich eingehalten wird. Und ja, das ist dann auch in Wirklichkeit schon ein oder ganz ein wichtiger Kern diese Umbrella-Strategie. Und bevor ich ja jetzt dann hineingehe zu den neuen Unternehmen, die ich vorstellen möchte, zeige ich dir natürlich auch in einem aktiven Trade, wie es hier dann laufen kann, wie sich das dann zusammenstellt und zusammensetzen kann. Zu Beginn oder jetzt bin ich eben in die X-Station hineingegangen und was du hier siehst, ist eben einmal das Chartbild von der Rheinmetall-Aktie und du siehst auch jetzt schon gleich einmal, wie weit, dass man hier hinaus scrollen kann. Das ist natürlich ein großes Asset von der X-Station. Man kann hier zum Beispiel das Chartbild bis 2012 rückwirkend auch betrachten. Und für einen so Position Trader, wie ich es bin, also Anlage- bzw. Trading-Horizont, Wochen, Monate, vielleicht auch einmal ein Jahr, da ist es natürlich auch wichtig, die vergangene Chart wirklich visualisiert bekommen zu haben. Das ist mit dem Steuerkreuz, kann man hier natürlich jeden einzelnen Bereich auch genauer analysieren. Und was natürlich hier auch noch auffällt für jene, die das erste Mal dabei sind, ist hier ganz wichtig, jeder dieser Kerzen, also eine grüne Kerze oder rote Kerze, zeigt bei mir einen ganzen Tag an. Das kann man hier eben in der X-Station mit diesem Tool hier verändern. Das heißt, man kann hier 4 Stunden Chartsbilder, also dann wäre oder würde jeder diese Kerzen 4 Stunden anzeigen. Man kann es auf Minutencharts herunterbrechen für Daytrader und Trader, die eben sehr aktiv, sehr aktiv, ja, traden, ist das natürlich ein wichtiger Faktor. Und dann für Investoren spielt vielleicht auch so eine Monatschart eine Rolle. Das heißt, jeder dieser Kerzen grün oder rot würde denn ein Beginn und das Ende eines Monats anzeigen. Aber jetzt zurück zur meiner Gebrauchsweise und das ist, wie gesagt, das Tageschart beziehungsweise diese Tageskerze, die ich hier eben nutze und die bei mir eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Was ist noch wichtig in der X-Station? Man kann natürlich auch hier unterschiedliche Ordner bilden, vielleicht auch für jene spannend, die gerne auch mehrere Depots, mehrere Branchen beobachten. Man kann hier entweder, ich habe es hier zum Beispiel mit einem Wikifolio zusammengestellt, man kann hier zum Beispiel auch Energiewerte, die einen interessiert, zusammentragen, zusammenstellen. Man hat hier dann sehr rasch natürlich alle Unternehmen, alle Aktien, alle Werte im raschen Schritt auch vorhanden und kann diese sozusagen für sich dann auch nutzen. Ja, FX, das ist jener Bereich, wo man eben die einzelnen Indikatoren anzeigen lassen kann. RSI, Relative Strength Index, MACD. Also da gibt es natürlich ein Portfolio an unterschiedlichsten Unternehmen, die hier zur Verfügung stehen. Nicht Unternehmen, Indikatoren, die hier zur Verfügung stehen. Auch das kann man nutzen. Ich nutze hier, wie schon gesagt, immer lediglich 3 Indikatoren. Das Steuerkreuz zeigt mir ganz genau in meinem Trading-Stil, wie sich so ein Unternehmen bzw. die Aktie des Unternehmens vielleicht an einem einzelnen Tag entwickelt hat. Du siehst hier zum Beispiel den 20. Dezember 2022 den Open- und Close-Kurs, also den Eröffnungskurs und den Schlusskurs und auch das Hoch und das Tief des Tages. Und das zeigt mir einerseits natürlich diese Kerze, aber das Steuerkreuz in der linken Seite jetzt mit in diesem Kästchen zeigt mir das natürlich auch sehr klar, sehr schön. Ja, und das nutze ich zum Beispiel, um Stop-Loss oder Take-Profits genau anzupassen und hier fein zu justieren. Bollinger Bänder, RSI, MACD, die sind hier im Zahlenwerk noch vorhanden. Ich nutze hier meistens oder fast immer die grafische Darstellung.
Ja, das ist natürlich auch immer wieder ein ganz wichtiger Faktor. Trendlinien, du siehst hier auch schon im Chart deine Trendlinien oder Trendlinien eingezeichnet. Diese kann man natürlich ebenfalls hier nutzen. Man kann auch hier Zeichnungen einfügen, also Rechtecke, Ellipse, Dreiecke, das siehst du ebenfalls hier mal im Chart. Zeige jetzt einfach mal die Dinge bzw. die Parameter bzw. die Tools, die ich insbesondere nutze. Du kannst natürlich auch einen Text hineinschreiben, Pfeile nach oben oder nach unten. Und das siehst du auch hier ebenfalls. Ich nutze das Chartbild hier sehr gerne auch eben für meine eigenen ja, Informationen, die ich kurz im Chart eintragen möchte. Und spannend ist auch hier dieses Tool, und zwar eine Überlappung oder wo du eine Überlappung zeigen kannst. Das nutze ich zum Beispiel, wenn ich zu Barrick Gold hineingehe, bei Unternehmen, die ich einerseits vergleichen möchte, oder bei Barrick Gold, wenn ich zum Beispiel den Goldkurs mit dem Kurs des Unternehmens, des Minenunternehmens Barrick Gold vergleiche. Du siehst hier im Blau, wenn man hier eben heraufklickt und eben Gold eingibt, dann kann man hier eben unterschiedlichste Werte zusammenfügen, überlappen, darstellen lassen. Und das ist natürlich hier sehr spannend, die Kursentwicklung zum Beispiel jetzt eines Rohstoffs wie Gold im Zusammenhang bzw. im Vergleich mit Barrick Gold darstellen zu lassen. Und du siehst, das geht natürlich in der Hinsicht sehr schön. Du siehst ja auch durchaus eine Korrelation zwischen diesen beiden Werten, also zwischen Gold und dem Minenunternehmen, ist ja auch in einer gewissen Art und Weise einer Logik unterworfen, dass hier eben eine Korrelation zwischen einem Rohstoff und dem Unternehmen, das diesen Rohstoff abbaut, dargestellt sein sollte. Aber zurück zur Rheinmetall-Aktie und zu den weiteren Parametern. Du siehst hier in der X-Station kann man hier sehr weit hinauszoomen und das nutze ich, wie schon gesagt, sehr oft, sehr gerne. Und historisch gesehen kann man hier natürlich den einen oder anderen Punkt dann sehr schön auch diskutieren. Bei der Rheinmetall-Aktie ist es natürlich hier eine sehr lange Seitwärtsbewegung, 2014 bis 2018, 4 Jahre, ein Aufstieg, dann Seitwärtsbewegung, ein Widerstand, der sich hier eben gebildet hat, einerseits 2018 und 2019. Also dieser Wert wurde hier nicht überboten, ein Abfall im Rahmen der Covid-Krise zu Beginn und dann eben eine lange Seitwärtsbewegung. Und was du hier siehst, ist dann natürlich dieser Bereich, dieser Anstieg der Rheinmetall-Aktie nach dem 23. beziehungsweise am 24. Februar 2022, korreliert natürlich mit der geopolitischen Situation des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Und du siehst hier dieses sehr bemerkenswerte Gap, das hier sofort in den ersten oder am ersten Kriegstag hier produziert wurde. Und solche Situationen sind eben sehr oft bei Unternehmen ersichtlich, wenn sich hier wirtschaftliche, geopolitische Situationen ändern, beziehungsweise neu hier etablieren. Dann wird einmal gesehen, geschaut, auch bei den Marktteilnehmern natürlich, welche Unternehmen können hier profitieren gegebenenfalls, beziehungsweise welche Innovationen werden global benötigt, um einer Herausforderung entgegen treten zu können. Und in dieser Situation war es eben insbesondere die Rheinmetall-Aktie, die hier profitieren konnte. Man sieht hier mal dieses erste Gap an den ersten Kriegstagen, ein Ausbruch, eine Bewegung bis April einerseits, dann eben Juni, andererseits 2022 ein Abfall eingezeichnet mit einer roten Trendlinie, eine Etablierung hier einer möglichen Unterstützung. Und du siehst, diese Unterstützung, die geht hier zurück bis 2022. Also der Aktienkurs ist hier wieder zurückgegangen, wie in den ersten oder auf das Niveau der ersten Kriegstage. Und das eben nach einem ungefähr halben Dreivierteljahr. Und diese Unterstützung, die hat dann eben gehalten. Und dann haben sich eben auch natürlich in der Newsphase, im Newsbereich, auch fundamental Neuigkeiten wieder ergeben. Einerseits wurde der Puma-Failure bekannt. Das war eben eine Nachricht Ende Dezember 2022, der sich negativ ausgewirkt hat, aber der den Aufwärtstrend hier nicht unterbieten konnte, zumindest nicht signifikant. Marder-Lieferung, Leopard-Lieferung
Wandelanleihe, Entscheidung, Aufnahme in den DAX, das waren diese Entscheidungen, die dann einen und die Kurs der Rheinmetall-Aktie getrieben haben, insbesondere bis 4.4. beziehungsweise 26.4. diesen Jahres. Und du siehst auch hier wieder eine Top-Bildung, das hier ausgebildet wurde, ein Doppeltop, eine negative Kreuzung, die hier einmal eingezeichnet wird, aufgrund auch natürlich der nicht ganz so guten Quartalsbildung und jetzt ein Abwärtstrend, der sich eigentlich vom 15. Mai weg bis dato jetzt einmal entwickelt hat und in den letzten Tagen sehr spannend eine Einleitung in eine Seitwärtsbewegung und auch das ist schon natürlich von mir vorher durchaus diskutiert worden, diese mögliche Unterstützung um den Bereich von 2015, 2020, 2030 Euro. Das könnte so eine Unterstützung sein, die sich eben hier insbesondere als wichtig erachten, wichtiger darstellen könnte. Ist noch unter der DAX-Entscheidung und DAX-Aufnahme. Und aktuell eben ein Rückfall auf diesen möglichen, auf diese mögliche Unterstützung, ein Widerstand, der überboten wurde und jetzt zu einer Unterstützung geworden sein könnte. Das eben rein theoretisch meine persönliche Meinung. Bitte möchte noch mal ganz dezidiert darauf hinweisen, dass es sich hierbei um meine persönliche Meinung im Trading-Bereich handelt und es sich hier weder um die Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Finanzprodukten handeln sollte. Was mich hier jedenfalls interessiert und ich sehr spannend finde, ist eben seit 31. Mai ein Tief, das hier angelaufen wurde, ein Tief ziemlich genau um diesen Bereich März, Bekanntgabe, DAX-Aufnahme und Seitwärtsbewegung hinaus aus diesem potenziellen, würde ich einmal sagen, hinaus aus dieser potenziellen Abwärtstrend und aktuell, das möchte ich schon auch einzeichnen, diese Möglichkeit oder dieser Leerbereich, der sich hier entwickelt haben könnte, ein Leerbereich, ja, vielleicht um diese 255 Euro, eine ganz klassische Chartentwicklung, ja vielleicht sogar noch etwas höher, würde ich das anrechnen oder ansetzen. Diese Einengung der Bollinger Bänder 258 Euro, das könnte so ein Bereich sein, der einerseits dann wieder zu einer Anpassung bei einer Trendwende führen könnte, beziehungsweise für einen Trade ein Take-Profit führen könnte, wenn man davon ausgehen möchte, dass natürlich auch wieder in der Theorie, dass die Rheinmetall-Aktie kurzfristig bzw. mittelfristig profitieren oder weiterhin profitieren wird. Aber wie schon gesagt, das ist eine reine Spekulation. Ich möchte dir einfach hier darstellen und dir zeigen, wie man das Ampelsystem beziehungsweise auch das X-Station aktiv bei Trading-Entscheidungen nutzen kann. Wie schon gesagt, ich bin ja Position Trader, heißt, für mir können Trades oder Unternehmen durchaus über längere Zeit im Fokus sein. Das bestimmt auch zu einem gewissen Grad natürlich die geopolitisch-wirtschaftliche Situation. Dann wird dann hochgewichtet und auch hinuntergewichtet. Man kann sich das auch in meinem Depot wie ein Zwiebelsystem vorstellen. Das heißt, ein Unternehmen kann durchaus auch öfters getradet werden, wobei diese Trades auch natürlich immer wieder limitiert sind im Zusammenhang mit der Gewichtung im eigenen Depot. Ganz entscheidend natürlich hier auch für das Risikomanagement. Die Gewichtung. Die Rheinmetall-Aktie, ja, wie du dir denken kannst, ist hier seit 23.02. in einer gewissen Art und Weise in meinen Depots immer auch enthalten, wird auch immer mit Stop-Loss versehen, beziehungsweise wird neu eingestiegen, beziehungsweise ausgestiegen, kannst du auch ganz, ganz sehr einfach folgen, indem du mir vielleicht auch auf sotravo.com folgst, bei meinem Blog folgst, da postuliere, beziehungsweise diskutiere ich das auch gerne immer öffentlich und natürlich auch sehr, sehr, sehr transparent. Ja, das ist die Rheinmetall-Aktie generell, finde ich durchaus, wie gesagt, weiterhin ja sehr spannend. Ein Unternehmen, das ich hier mal herausgesucht habe, um ja
ein bisschen Einblick zu schaffen in die X-Station beziehungsweise in welche Möglichkeiten, dass du jetzt hast, in der X-Station, um deine Trades auch durchzuführen. Und in dem letzten beziehungsweise im weiteren Teil, im dritten Teil von Finanzen am Freitag, da geht es jetzt dann wirklich in die einzelnen Unternehmen hinein. Da möchte ich mit dir oder dir zeigen, wie auch diese Analysen bei mir funktionieren, beziehungsweise in der Umbrella-Strategie funktionieren, weil das ist natürlich auch spannend. Wie kann man theoretisch seine Analyse durchführen? Wie kann man das dann umsetzen, für sich selbst umsetzen? Und wie natürlich ist dann auch das Stop-Loss definiert? Und ich glaube, das sind immer diese Punkte, die sehr spannend sein können für jene, die auch öfters dabei sind, nicht nur das erste Mal, sondern schon eben ihr Routiniers sind bei Finanzen am Freitag. Und mich freut natürlich immer wieder, wenn ihr auch zahlreicher hier dabei, man hier zahlreich dabei ist und auch Finanzen am Freitag verfolgt. Ja, heute habe ich wieder, wie so oft, vier Unternehmen auf jeden Fall einmal mitgenommen und dann werde ich eben aufgrund von der zeitlichen Situation entscheiden, ob wir noch das eine oder andere Update hier noch live durchführen in der Umbrella-Strategie und natürlich auch im Wikifolio Umbrella, das du ja auch wahrscheinlich schon kennst. Amazon, ein Unternehmen dahingehend, das ja schon seit längerer Zeit oder seit einiger Zeit, muss ich sagen, wieder in den Fokus geraten ist eben hier insbesondere keine unbekannte, ein Unternehmen, das mit einer sehr starken Marktkapitalisierung über 1 Billion US-Dollar von sich aufmerksam macht und ein Unternehmen, das auch natürlich von den Analysten sehr stark bewertet wird und sehr oft bewertet wird. Ich selbst investiere beziehungsweise analysiere immer sehr gerne auch Unternehmen, die immerhin über 1 Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung haben müssen. Das ist so ein bisschen eine Voraussetzung und Amazon fällt hier natürlich definitiv in diese Kategorie und eben die Amazon-Aktie, ein Unternehmen, das auch sehr stark von den Analysten betrachtet wird. Das niedrigste Kursziel aktuell liegt bei 90 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel bei 138 US-Dollar und 220 US-Dollar. Das ist aktuell das maximale Kursziel und beachtenswert ist auf jeden Fall der starke Kursrückgang, den die Amazon-Aktie im Jahr 2022, beginnen 2021 durchgehen musste, durchführen musste und der Anstieg jetzt um etwa 45%. Ja, schauen wir mal, was hier das Chartbild genau sagt. Und die Amazon-Aktie, wie schon gesagt, ist ja wieder aufgenommen worden und auch hier nutze ich natürlich sehr gerne für dich einmal diese Funktion des Hinauszoomens, Hinausscrollens. Du siehst ja auf der Seite, wo ich den Mauszeiger jetzt habe, natürlich den aktuellen Kurs 123,23 und wie schon gesagt 90 US-Dollar. Das wäre eben das niedrigste Kursziel, das durchschnittliche 138 220 US-Dollar, das maximale Kursziel, du siehst 138. Das wäre auch aufgrund der Charttechnik zumindest bei mir mal so ein erstes Ziel für ein Take-Profit oder eine Anpassung des Stop-Loss aufgrund der aktuellen Chart-Situation hier einmal natürlich dieser Widerstand, aber dann hier eins, zweimal, wo hier eben einerseits diese Unterstützung dann beim dritten Mal eben nicht mehr halten konnte, eine Abwärtsbewegung, die übergeordnet sich dann durchgesetzt hat und eine Abwärtsbewegung, die aktuell überboten oder wieder überkreuzt worden ist, eine ganz wichtige Entscheidung für mich, dass hier für mich zumindest, wie gesagt, subjektiv meine persönliche Meinung, eine Trendwende eingeläutet haben könnte. Und warum denke ich so? Auch hier schön in der X-Station eben ersichtlich und potenziell durchführbar. Diese retrospektive Analyse 2018, das war so eine längere Seitwärtsbewegung, 2 Jahre lang beinahe. Hat sich hier eben die Amazon-Aktie seitlich bewegt, bis es eben dann zum Ausbruch gekommen ist, wo alle Tech-Aktien hochgeschnalzen sind, innerhalb von nicht einmal einem Jahr 2020, ja, 2020, 2021, ein Jahr lang aufwärts und dann eben Ende 2021 das Einläuten dieses Abwärtstrends. Aber was du hier siehst, mit dieser gelben Ellipse mal angezeichnet, diese
potenziell starke Unterstützung. Und diese potenziell starke Unterstützung, die könnte eingezeichnet hier eben gewirkt haben. Und warum finde ich das so spannend? Weil eben dieser sehr lang anhaltende, über ein Jahr anhaltende, übergeordnete Abwärtstrend jetzt doch sehr eindeutig, für mich zumindest sehr eindeutig, überboten wurde. Eine Spitze, zwei Spitze, drei Spitzen, drei, vier Spitzen, wenn du so willst, und hier dann dieser Übertritt in diesen Bereich im März, April diesen Jahres in Kombination Einigung einerseits der US-Regierung im Zusammenhang der Schuldenobergrenze. FED hat sich positiv geäußert, also Zinserhöhungen könnten sich hier auch wieder eingefangen haben. Und diese Kombination mit dieser übergeordneten Analyse, wie schon gesagt, geowirtschaftspolitische Analyse, Tech-Aktien, die mit der künstlichen Intelligenz, Artificial Intelligence wieder Fantasie in allen Richtungen erhalten haben. Amazon ja im weiteren Sinne für mich eine Tech-Aktie. Ja, da ist es dann eben passiert, dieser Übertritt, dieser grün auch eingezeichnete Trendkanal, Ausbruch sogar aus diesem Trendkanal, wäre jetzt auch gar keine Tragödie, wenn der wieder eingefangen wird. Für mich aktuell das Stop-Loss bei 157 US-Dollar, das wäre eben dieser Widerstand, der hier eben überboten wurde, einmal mehr oder weniger oder eins, zweimal knapp Rückfall, aber dann hier dieser doch für mich sehr markante Ausbruch und aktuell über diesen Trendkanal, wo sich die Aktie des Unternehmens Amazon hält. Und du siehst auch diese 138 als durchschnittliches Kursziel der Analysten auch im Rahmen, sehr positiv für mich, maximales Kursziel, möchte ich nochmal erwähnen, 220 US-Dollar, niedrigstes Kursziel, das ist eben auch dieser Bereich dieser Unterstützung, dieser für mich sehr starken Unterstützung. Ja, und für einen Position Trader, wie ich es bin, war das natürlich hier eine sehr schöne Situation. Bin hier eingestiegen. Am 20.04. kannst du auch ganz genau nachvollziehen im Wikifolio Umbrella, wo ja das Unternehmen Amazon jetzt enthalten ist. Und das ist ganz genau, wie dieser Trade in der Folge läuft, umgesetzt wird und umgesetzt worden ist auch in der Vergangenheit. Und du siehst hier diesen Ausbruch, den ich hier sehr schön finde, sehr klassisch finde, auch diese Einengung der Bollinger Bänder mehrmals. Du siehst hier mal Bollinger Bänder, dieser Bereich, also vielleicht nochmal diese Unterstützung, der unterstützende Bereich mit der gelben Ellipse, die Trend, der hier entstanden sein könnte, Bollinger Bänder, die hier sich einengen, ein negatives, also vom unteren Bollinger Band, das mittlere Bollinger Band, auf das obere Bollinger Band, und das mittlere Bollinger Band wird in der Folge immer gehalten. Du siehst auch hier der MACD, ein Trend, der sich eine negative Dynamik, ein positives Kreuzen, genau um diesen Bereich, wo dieser Abwärtstrend überboten wurde, ein positives Kreuzen, eine Dynamik, die sich entwickelt hat. Natürlich immer wieder auch leichte negative Seitwärtsbewegungen, aber weiterhin für mich ein positiver Trend. Und der Wert ist auch mit diesem Abverkauf, insbesondere am 7. Juni, weiterhin nicht überverkauft. Das heißt, für mich ist hier die Welt noch immer in Ordnung. Und das ist, wie schon gesagt, meine persönliche Meinung zu Amazon. Was sich dann weiter ergibt, werden wir sehen. Es gibt natürlich auch immer wieder Quartalsberichte, News, die unvorhersehbar sein könnten, sind natürlich immer auch unvorhersehbar. Und ich möchte auch dezidiert immer darauf hinweisen, bei mir handelt es sich lediglich um eine Interpretation des Unternehmens, eine Interpretation des Marktes. Und als Individuum bin ich natürlich auch sehr fehlerhaft und mache sehr viele Fehler. Glauben Sie mir, glaub mir. Es ist, wie gesagt, der Faktor Markt hat einfach bei mir immer recht und ich versuche hier einfach diese Positionen immer auch auszunutzen. Und als Position Trader seit 10 Jahren, glaube ich, mache ich das auch nachgewiesenerweise sehr erfolgreich. Und deswegen freut es mich auch immer, diese Informationen und diese Ideen weiterzutragen, weiterzugeben. Und was Sie damit machen, ist natürlich völlig Ihnen überlassen. IBM, ein Unternehmen, das natürlich auch für jeden, bei jeder Mann bekannt ist, ist 10-mal kleiner zwar als die Amazon-Aktie, aber natürlich ein Unternehmen, das auch im IT-Bereich tätig ist, Cloud Computing, künstliche Intelligenz. Ja, IBM könnte hier ein schlummernder Diamant sein, ein Diamant mit auch Historie, ein Unternehmen, das natürlich hier auch Dividende bezahlt, ein Dividendentitel, auf das möchte ich auch noch hinweisen, und natürlich ein Unternehmen, das auch in vergangenen Zeiten schon bewiesen hat,
Innovationstreiber sein zu können, ob es jetzt der Schachcomputer Deep Blue gewesen ist oder eben auch die Computersparte, Cloudingsparte ist. IBM erfindet sich immer wieder neu und deswegen ein Unternehmen, das für mich natürlich, wenn es um eben in Themengebiete künstliche Intelligenz oder eben auch Hightech geht, ein Unternehmen, das ich sehr gerne auch am Schirm habe. Und IBM, ein Unternehmen, das natürlich auch von den Analysten sehr spannend und sehr häufig intensiv bewertet wird. Niedrigstes Kursziel 110 US-Dollar, durchschnittliches Kursziel 138,92 US-Dollar, maximales Kursziel 162 US-Dollar. Ja, und mit diesen Zahlen möchte ich dann in die X-Station hineingehen. 110 US-Dollar, also IBM aufgenommen worden, wie du dir denken kannst, auch in das Wikifolio Umbrella und in die Umbrella-Strategie. Darüber spreche ich ja hier. 110 US-Dollar, das niedrigste Kursziel, das ist auch hier wieder so ein Bereich, wo sich eine starke Unterstützung entwickeln haben könnte. 138, 139 US-Dollar, das wäre hier das durchschnittliche Kursziel und 162 US-Dollar, also hier dieser Bereich um diesen oberen, ja, um diesen möglichen Widerstand, das wäre so aktuell zumindest das maximale Kursziel langfristig. Und das ist natürlich ein schönes Asset der X-Station. Kannst du natürlich auch hier die Entwicklung, die Kursentwicklung von IBM beobachten. Und zwar zurück 2012 ist das, 2012, ja, 11 Jahre Rückstand. Du siehst diesen Abwärtstrend, der sich damals schon langfristig zumindest ergeben haben könnte, der eben 2021 aus meiner Perspektive das erste Mal überboten worden ist und der sich dann eben hier insbesondere mit einem, ja, den zeichne ich jetzt einfach mal ein, ab, mit einem Aufwärtstrend richtig zu matchen begonnen haben könnte. Das heißt, ein Aufwärtstrend und ein Abwärtstrend könnten hier wirklich hier insbesondere um diesen Bereich, wo sind wir hier, Ende 2022 sich entschieden haben und aus meiner Perspektive aktuell zumindest zugunsten des längerfristigen Aufwärtstrends. Und wenn man eben die Analystenmeinungen da auch durchrechnet, dann könnte das natürlich der Fall sein. Innovativ, denke ich, für mich zumindest ist das Unternehmen weiterhin und eben das Kursziel, durchschnittliche Kursziel, das wäre jetzt bei 139. Und man sieht hier auch, wie beim Anlaufen dieses Abwehr oder dieses Aufwärtstrends hier, beim Anlaufen dieses potenziell, dieser potenziellen Unterstützung seit 2020 mit dieser gelben Ellipse mal eingezeichnet, da hat sich auch der Kurs wieder nach oben entwickelt. Da kann man natürlich sagen, da ist ein bisschen Voodoo auch dabei. Ja, das kann natürlich sein, kann aber natürlich auch der Markt genauso gesehen haben, wie ich es eben gesehen habe. Insbesondere hier Einengung der Bollinger Bänder, Übertritt aus diesem, oder über diesen kurzfristigen Abwärtstrend, der hier seit Ende 2022 sich durchgesetzt hat und aktuell ein Aufwärtstrend, ein kurzfristiger, wellentechnisch bewegender Aufwärtstrend, der sich hier entwickelt haben könnte. Ein fast überverkaufter Bereich in einen neutralen Bereich, überkauft aktuell. Der MACD in den positiven Bereich übergeschlittert. Ja, und das könnte natürlich so ein Szenario sein, das hier sehr schön eingezeichnet werden kann. Stop-Loss aktuell bei mir in dieser Einstellung liegt bei 130 US-Dollar. Wie schon gesagt, meine persönliche Meinung hier in diesem Bereich, in diesem Zusammenhang, 130 US-Dollar, das wäre so auch der Bereich dieses Widerstandes, den man hier eben im Ende März, Anfang April auch sieht, der überboten worden ist und auch in diesem Bereich eben Abwärtstrend, der hier überboten worden ist, dann noch einmal. Ja, IBM, natürlich ein Unternehmen, sehr bekannt, für mich natürlich auch, sonst wäre es hier nicht dabei, ein Unternehmen, das ich eben in der Umbrella-Strategie auch nutze und auch verwende und auch heute für dich hier einmal analysiert habe, zeichne vielleicht doch einmal auch natürlich ein mögliches erstes, eine mögliche Anpassung an. Diese Anpassung, ja, die läge bei mir, bei der Stop-Loss-Anpassung im Speziellen, läge diese bei mir so um diesen Dreh von diesem Widerständen bei 137 US-Dollar Anpassung
deines potenziellen Stop-Loss. Wenn es da dann hochgeht und hinübergeht, dann würde für mich insbesondere dieser Abwärtstrend, wenn auch dieser Widerstand, der hier stark sich durchgespielt hat, um diese 145 US-Dollar 45 eine potenziell wichtige Rolle spielen. Also das wären so die nächsten beiden Ziele, die ich zumindest rein vom Chart hier für die IBM-Aktie sehe. Wie schon gesagt, ganz, ganz wichtig, meine persönliche Meinung. Man kann natürlich auch nicht wissen, was sich beim Unternehmen newstechnisch tut, bewegt. Quartalsberichte sind noch ein bisschen hin und deswegen könnte dieser Schwung aus meiner Perspektive durchaus, der entstanden ist, auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz sich durchaus noch weiterentwickeln. Wie auch immer, meine persönliche Meinung. Und als nächstes ein Unternehmen, das mir insbesondere in den letzten Tagen sehr gut gefallen hat und wo ich auch insbesondere einen Blogartikel darüber bei sotravo.com geschrieben habe. Und das ist die Plug Power, eine Marktkapitalisierung von lediglich 5,7 Milliarden US-Dollar für Unternehmen, die eben ich zumindest analysiere und in meinen Fokus halte, ein eher Unternehmen mit einer kleineren Marktkapitalisierung. Wie schon gesagt, ich investiere bzw. trade ausschließlich oder fast ausschließlich Unternehmen über einer Milliarde US-Dollar. Und was hier bei Plug Power natürlich massiv ist, es ist natürlich ein Unternehmen, das sehr stark in erneuerbare Energien, Wasserstoff, Elektrolyseure bzw. Wasserstoffproduzent, der insbesondere natürlich mit diesem Shift, mit einem globalen Shift, Klimaveränderungsbewegung einhergehen kann, ja, Wasserstoff als Antriebsform bzw. Energiespeicher der Zukunft. Plug Power könnte hier insbesondere eine wichtige Rolle spielen und hat insbesondere auch in den letzten Monaten, ja, im letzten Jahr sehr stark gelitten vom Hoch und deswegen auch dieser starke Unterschied. 7 US-Dollar 50, das niedrigste Kursziel, 19 US-Dollar, das durchschnittliche Kursziel, 78 US-Dollar, das maximale Kursziel. Du siehst, wie weit das hier gefächert ist, also um den Faktor 10, wenn du so willst. Und die Aktie hat am Ende Mai einmal angekündigt, Verträge über Elektrolyseure in Europa abgeschlossen zu haben, insbesondere in Finnland. Und das hat eben die Plug Power durchaus positiv bewegt. Und bevor ich hier diese kurzfristige Analyse mit dir jetzt eingehe, möchte ich dir natürlich wie immer auch das vergangene Chart zeigen. Und seit 2012, lange Seite, man sieht hier der Kurs hier um diese 50 Cent, ein Penny Stock, wenn du so willst, hoch hinauf 2014, um diese 7 US-Dollar, ja, das waren schon diese 7 US-Dollar, dann lange Abfahrt, Seitwärtsbewegung. Das Unternehmen macht ja kaum bis keinen Gewinn, macht aber Umsatz, das ist natürlich schon auch wichtig. Und dann eben mit Ende oder Mitte 2020 starten dieser doch exponentielle Anstieg zu einem Hoch um diese 78, ja, im Hoch waren es dann tatsächlich 73, 75, Entschuldigung, US-Dollar und dann dieser Abfall, starker Abfall, aber sicher eingezeichnet haben mit dieser roten Trendlinie, ist einmal dieser längerfristige Abwärtstrend, dieser übergeordnete Abwärtstrend, der sich hier dann für mich zumindest ergeben hat, einmal mit Anfang 2021, dann eben Ende 2021, dann eben immer wieder wellenbewegungsartige Ausbruchsversuche, 2022, Mitte 2022 auch wieder, Anfang 2023. Aber was jetzt passiert sein könnte, und da möchte ich jetzt näher hineingehen, das ist diese mögliche Unterstützung, eingezeichnet auch rückwirkend mit dieser gelben Ellipse, und das könnte eben dieser Bereich sein, diese Unterstützung von eben Juni, Juli, August 2020, bevor es dann wirklich hochgegangen ist. Nächste Unterstützung wäre hier aus meiner Perspektive eben diese 5 US-Dollar. Aber da möchte ich dann, oder da wäre ich zum Beispiel dann mit einem Stop-Loss dabei, wie du dir denken kannst. Was ist passiert? Dieser längerfristige Abwärtstrend, der könnte eben hier aktuell in Kombination oder mit Hilfe dieser starken, mit der gelben Ellipse eingezeichneten Unterstützung überboten worden sein. Es könnte hier der Anfang eines positiven Trends sein, zumindest in den letzten Tagen, mit News natürlich auch,
Neuigkeiten könnte sich das hier einstellen. Eine sehr, muss ich sagen, aber sehr frühe Phase mit sehr, noch sehr vielen fehleranfälligen Komponenten. Ein erster Widerstand ist einmal aus meiner Perspektive oder sind dieser Bereich um diese 9,50, 9 US-Dollar, zwischen 9 US-Dollar, 9 US-Dollar 50. Also das müsste dann sukzessive überboten werden. Weiteres Kaufsignal wäre für mich zumindest zu diesem Bereich um diese 10 US-Dollar. Jetzt aktuell liegen wir bei 9 US-Dollar 17, also um diesen Bereich, um diesen Hochbereich beziehungsweise dieses Gap, das sich hier entwickelt hat, wichtig, wie schon gesagt, dass hier aus meiner Sicht einerseits dieser Aufwärtstrend sich hält, beziehungsweise dieser Bereich um etwa, ja, vom Ausgangspunkt hier mit 8 US-Dollar, das muss auf jeden Fall halten, dann würde ich hier ein weiteres Stop-Loss andenken. In der Folge kommt es zu einem Ausbruch, zu einem Überwinden, dann wären für mich die nächsten übergeordneten Ziele ja 18,50, 25, 32, 45 jetzt mal so sporadisch angezeigt. Und warum komme ich zu diesen Sprüngen? Auch natürlich aufgrund der Analysten, ja, die sich hier eben gemeldet haben. Und wie schon erwähnt, das durchschnittliche Ziel der Analysten wäre ja die 19 US-Dollar, das wäre hier dieser Bereich, aber das wäre auch eine Verdopplung des Kurses fast. Also die Plug Power Aktie auf jeden Fall für mich ein Unternehmen, sehr risikobehaftet, meine persönliche Meinung natürlich immer, die ich hier kundtue, aber auch ein Unternehmen, das sich vielleicht oder das es wert ist, auf das es sich auf das man Acht geben sollte, wenn du so willst, weil das Unternehmen sicher, wenn aus diesem Szenario ausbrechen, sich weiterentwickeln könnte, durchaus Potenzial haben könnte, ein schöner Trade zu werden. Wie schon gesagt, keine Aufforderung zum Kauf und zum Verkauf eines Finanzproduktes, lediglich meine persönliche Meinung und ich profitiere natürlich auch persönlich von solchen Trades in meinen persönlichen Depots bzw. Wikifolios. Davon kannst du und musst du natürlich ausgehen. Und das letzte Unternehmen, das ich mitgenommen habe, das ist die Tesla-Aktie. Tesla, Marktkapitalisierung, ja, 744 Milliarden US-Dollar. Ein Unternehmen, das in den letzten Zeiten natürlich immer polarisiert mit dem Elon Musk, Chief Executive Officer, kennt ja jeder, SpaceX will zum Mars, Twitter-Übernahme, also ein sehr charismatischer Mensch, der für die eine oder andere News durchaus auch, ja, wie soll man sagen, bereitsteht, über den man sehr viel lesen kann und der eben noch immer am Kopf von Tesla steht. Und das finde ich einfach auch spannend. Man kann zu diesem Typen stehen, wie man auch immer will. Ich möchte damit nur sagen, der bewegt allein durch Aussagen natürlich auch den Kurs des Unternehmens. Aber was er bei Tesla geschafft hat, ist, dass er das Unternehmen zu einem, ja, Innovationstreiber getrieben hat, wenn man so will, wenn du so willst und wie auch immer du zu diesem Unternehmen stehst. Es ist für mich zumindest immer wieder mal für einen guten Trade und einen wilden Ritt gut. Und das niedrigste Kursziel liegt bei 85 US-Dollar, das durchschnittliche Kursziel der von mir beobachteten Analysten, muss ich natürlich auch immer dazu sagen, der liegt bei 189,16 US-Dollar. Das maximale Kursziel der von mir beobachteten Analysten liegt bei 300 US-Dollar und die Tesla-Aktie ebenfalls im Wikifolio-Umbrella mit von der Partie. Und du siehst hier, warum ist es mit von der Partie? Du siehst hier natürlich diese langfristige Entwicklung von Tesla, dann natürlich diese, ja, phänomenal, also verrückter Aufstieg von 2019 bis 2021, wo es eben eine Verzehnfachung des Aktienkurses, ja, Verzwanzigfachung des Aktienkurses gekommen ist und ein Abwärtstrend, der sich gemeinsam mit diesen Tech-Werten dann eingesetzt ist. Und das Spannende und Schöne hier ist aus meiner Perspektive Einengung der Bollinger-Bänder, Überschreiten des Bollinger-Mittels, Ausbruch auch hier dieses Widerstandes, negativer MACD in das Positive, eine überverkaufte Relative Strength Index in einen überkauften und auch hier wieder dieser Ausbruch, der hier schön ersichtlich ist, heute ja erst präsentiert worden, das General Motors, die Ladestationen von Tesla, die man überall sieht und überall mitbekommt, nutzen möchte, ab 2025, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und das hat natürlich auch hier zu diesem sehr schönen Kursritt geführt, bin
freue mich natürlich, dass ich hier wieder dabei bin seit einigen Tagen, und zwar genau seit diesem Ausbruch auf dieser übergeordneten Stelle. Aktuell würde ich durchaus ein Stop-Loss in dem aktiven Trade um diese 215 US-Dollar sehen. Das möchte ich auch hier noch einmal adjustieren und adaptieren und genauer einzeichnen. Du siehst, es geht hier sehr schön, sehr schnell. Und das nächste Ziel, das ich zumindest hier mal wahrnehme, rein charttechnisch, das wäre hier dieser Bereich, ja, um diesen Widerstand bei 2,85. Das ist so ein mögliches Take-Profit beziehungsweise eine Anpassung des Kurses aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Und du siehst hier, so rasch geht das auch in der X-Station, wie schön die X-Station sich hier ergibt. Du siehst hier diesen übergeordneten Abwärtstrend, der hier eben mit diesem Ausbruch schön überboten wurde, aktuell sehr schön überboten wurde. Und für mich zumindest jetzt einmal spannend, wie sich der Kurs weiterentwickelt. Vielleicht eine leichte Konsolidierung, dann wieder weiter hoch. Das maximale Kursziel liegt ja aktuell bei 300 US-Dollar von der Tesla-Aktie. Also auch hier wäre durchaus noch Potenzial nach oben. Natürlich eine Aktie, ein Wert, das immer wieder für einen sehr ja, wilden Ritt, wie du siehst, hier auch in der kurzfristigeren Kursentwicklung vorhanden sein könnte. Es könnte sein, dass natürlich dieser Widerstand, der sich hier ergeben hat, zu einer Unterstützung geworden ist, mit der gelben Ellipse wieder eingezeichnet. Und es könnte natürlich sein, dass hier mittelfristig sich wieder ein Aufwärtstrend etablieren könnte. Wie auch immer, die Interpretation, die ist hier eben von mir in der X-Station gerne für dich durchgeführt werden. Freue mich natürlich, wenn es dir heute wieder gefallen hat bei Finanzen am Freitag. Ja, nutze gerne die Vorteile der X-Station, die Vorteile von XTB. Wie schon gesagt, ich nutze die X-Station natürlich nicht nur für meine eigenen Trades, CFDs, sondern auch durchaus für die Analysen und Umsetzung der Umbrella-Strategie und des Wikifolios Umbrella. X-Station-Daten, Fakten, Informationen bekommst du natürlich bei info@xdb.de. Ein sehr nettes Team, das du auch natürlich hier konsultieren darfst, konsultieren kannst, wenn es zu Fragen geht oder um Fragen der X-Station geht. Und wenn du mehr über die Umbrella-Strategie wissen möchtest, dann besuch mich gerne auf www.zutravo.com. Freue mich natürlich, wenn du hier vorbeikommst und auch wenn du diesen YouTube-Channel abonnierst, beziehungsweise ein Like, einen netten Kommentar dalässt. Und freue mich natürlich auch, wenn du gerne das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Finanzen am Freitag, alle 2 Wochen mit mir, wo wie immer aufgeteilt, kurz zu Beginn eine Vorstellung, ein Traffic Signal System, Einführung, ein Ampelsystem, ein Risikomanagementsystem, das ich dir in Tutorial-Form zeigen möchte, dann mit einem aktuellen Trade, die ja verfeinere, wie man die X-Station nutzen kann, und zuletzt zwischen 3 und 5 Unternehmen, die ich live für dich analysiere. Genauso wie ich es heute gemacht habe, werde ich das repetieren alle 2 Wochen, und in diesem Sinne freue ich mich schon, wenn du hoffentlich am 23. Juni wieder mit dabei bist bei XTB, bei der X-Station und mit mir, mit Richard Ritchie Dobitzberger. Und bis dahin alles Liebe, viel Freude und schöne Grüße aus Wien.